Ermutigende Geschichten von Micky Wiese. Heute geht es um das neue Denkmal der AKS. Leute haben über die Sommerferien den Baum begossen und sich um die ganze Sache gekümmert. Sie haben nachgedacht, sie haben mal gedacht. Das Denkmal hat also seinen Zweck erfüllt und das Denken ist in Aktion gekommen. Einige Leute haben daraufhin gehandelt. Es sind weiße Steine als Begrenzung dazugekommen und es ist eine Muschel zu dem Baum gelegt worden. Also alles Dinge, die anzeigen, jawohl, das sind Leute, die lassen sich betreffen, lassen sich berühren und denken darüber nach. Die denken mal, was kann das wohl bedeuten. Funktioniert also. Ein Denkmal ist also dazu da, dass man darüber nachdenkt und dass die Gedanken dann auch in Aktion kommen. Das ist total wichtig, dass man nicht einfach nur nachdenkt, gute Erkenntnisse hat und dann weitergeht und sie schnell vergisst. Sonst endet man wie jenes alte Ehepaar, die seit 50 Jahren verheiratet sind und am 50. Hochzeitstagsmorgen sitzen sie wieder zusammen am Frühstückstisch und die Frau schneidet wie jeden Morgen das Brötchen in zwei Hälften auf. Und will ihr Mann schon die obere Hälfte, wie seit 50 Jahren, jeden Morgen reichen? Und da denkt sie, halt, stopp, 50 Jahre lang habe ich ihm immer die obere Hälfte gegeben, obwohl ich sie eigentlich viel lieber essen würde. Heute mache ich es vielleicht einfach mal andersrum und gönne mir die obere Hälfte. Und sie reicht ihrem Mann die untere Hälfte des Brötchens und wieder erwarten, lächelt er und ist überglücklich und sagt, meine liebe Frau, du machst mir die größte Freude seit 50 Jahren. 50 Jahre lang habe ich jeden Morgen dir die untere Hälfte des Brötchens gelassen, obwohl ich sie viel lieber esse, aber ich dachte, du sollst sie haben, weil sie dir so gut schmeckt. Und so sind sie 50 Jahre, hatten sie nachgedacht und haben immer wieder eine Erkenntnis gehabt und sind weitergegangen und es ist nichts daraus gefolgt. Und beide kamen nicht zu dem, was sie eigentlich lieber gehabt hätten. Und das soll uns natürlich nicht passieren. Und deswegen finde ich es gut, dass auf das Denkmal hin einige Aktionen gestartet worden sind und das Denken ins Handeln gekommen ist. Und ich wünsche mir, dass das weitergeht und dass ihr die Gedanken, die ihr euch da gemacht habt, auch umsetzt in unserem gemeinsamen Miteinander in der Schule. Und ich hoffe, dass uns das gelingt, dass wir zusammen daran arbeiten und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Alles Liebe, euer Micky. Muss ich jetzt erstmal gucken, wo der Finger hinkommt, weil das so schräg gestanden hat. Also bis dann.